Hallo meine Lieben zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich die Rezension zu Das verbotene Eden, David und Juna von Thomas Thiemaier. Das Buch habe ich ja schon im Oktober, Mitte Oktober ausgelesen und habe jetzt aber irgendwie noch nicht die Zeit und auch nicht die Muße gehabt, das Video dazu zu drehen oder die Rezension, weil ich einfach finde, dass es so ein besonderes Buch ist, dass ich auch einfach top drauf sein muss dafür, um die Rezension dann dementsprechend auch rüberbringen zu können. Und ich fand es unfair, ein Video zu machen darüber, wenn ich eh jetzt allgemein nicht gut drauf war. Also deswegen kommt heute die Rezension zu diesem Buch. So sieht es nochmal aus. Wunderschön aufgemacht von außen und auch von innen ist es wunderschön orange gehalten. Was mir auch immer sehr gut gefällt, was ich ja an Büchern unheimlich gerne mag, sind diese Landkarten, dass man einfach auch weiß, wo das gerade spielt oder in welchem, ja, das finde ich immer sehr schön. So, dann komme ich jetzt gleich mal auf den Inhalt kurz zu sprechen. Und zwar geht es in diesem Buch um, wie schon genannt, David und Juna. Die tauchen dann allerdings dann als Paar erst natürlich später auf. Die Vorgeschichte ist eigentlich, dass 2015 Dunkelheit über die Welt kam. In einem Virus, den die Menschheit selber gesät hat und den Menschen die Möglichkeit genommen hat, zu lieben und sich zu respektieren und ja, einfach miteinander leben zu können. Also es wurden die Lager gespalten, Männer und Frauen. Es ist auch so, dass in dieser Zeit, in dem das Buch spielt, 2060, die Welt eigentlich wieder Rückschritte gemacht hat, wie eigentlich ins Mittelalter. Die Frauen leben im Wald, in ihrer Festung und leben ja wie im Mittelalter. Also sie bewegen sich fort mit Pferden, Autos gibt es ja keine, weil es gibt keinen Strom, kein fließend Wasser, es ist einfach wieder wie im Mittelalter. Die Männer hingegen leben in der Festung oder in ihrer Festung quasi in ihrer Stadt, die eigentlich ja auch nur noch aus Ruinen besteht. Und die Männer und Frauen können sich nicht riechen, in Anführungszeichen, in diesem Buch. Also sie bekriegen sich oder haben sich ja auch bekriegt und haben dann aber einen Pakt geschlossen, in dem sie sagen, die Frauen beteiligen sie an ihren Nahrungsmitteln und gewähren ihnen quasi den Beischlaf, damit die Menschheit nicht ausstirbt, weil das müssen sie ja machen, weil sonst gibt es ja die Welt bald nicht mehr, wenn keine Kinder mehr kommen. Es gibt dann noch das Kloster Bonifatius, in diesem ist der Mönch David zu Hause und dort ist er in der Bibliothek angestellt, also er restauriert die Bücher, schreibt Texte oder übersetzt sie oder wie auch immer. Und er ist einer der wenigen, die noch irgendwas in sich spüren. Als er dann Juna über den Weg läuft, die ist eine Kriegerin der Progonia. Progonia? Ja, doch. Und nimmt ihn gefangen im Laufe des Buches. Und dann entwickelt sich eigentlich eine unheimlich schöne Liebesgeschichte zwischen diesen beiden. Und es ist aber dann interessant, weil diese Liebe ja eigentlich nicht sein dürfte, da ja dieser Instinkt bei den Menschen in dieser Zeit ja eigentlich ausgeschalten ist. Also die Männer und Frauen können eigentlich, wenn man es genau nimmt, überhaupt keine Zuneigung zueinander spüren. Und warum das bei David und Juna so ist und wie es weitergeht, dazu müsst ihr das Buch natürlich lesen. Es ist absolut lesenswert. Also ich habe es wirklich verschlungen. Es sind so wunderschöne Charaktere darin. Auch beschrieben sind sie wunderschön. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Mir hat es auch wirklich im Herz wehgetan, dass das Buch so schnell ausgelesen war. Ich habe dann wirklich auch auf den letzten Seiten ziemlich getrödelt. Ich habe es dann wirklich immer mal wieder für einen Tag oder so weggelegt, weil ich nicht wollte, dass es zu Ende geht. Und freue mich da auch wahnsinnig auf den zweiten Teil. Der kommt ja auch raus. Ich kann mir jetzt nicht ganz sicher sagen, wann, aber er kommt. Und da wird es dann eben auch weitergehen. Da kommt dann eben auch die Freundin von Juna vor, die Gwen. Und ich denke, da wird sich auch The Book Look Gwen freuen, wenn es wieder ein Buch gibt, was ihren Namen trägt. Und ich habe es unheimlich lesenswert gefunden. Dieses Buch vereint alles. Also Liebe, Spannung,
auch Gewalt, auch philosophisch, finde ich, ist viel dabei, gerade weil sich in diesem Buch auch viel um das über das Buch quasi Romeo und Julia dreht. Fand ich auch wieder unheimlich schön. Es sind immer wieder so Textpassagen drin von Romeo und Julia. Und es hat mir unheimlich gut gefallen. Also es ist wirklich auf meiner Highlight-Liste für 2011 so auf dem obersten Ranking wirklich vertreten. Also es ist wirklich super gewesen. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht und auch die Geschichte an sich ist einfach, ja, diese Mischung hat mir unheimlich gut gefallen, weil so diese nur kitschige Liebesgeschichte ist so, aber auch nur Fantasy-Spannung ist auch so, aber so diese Mischung von allem finde ich einfach, hat mir einfach unheimlich gefallen und hat mich auch wirklich umgehauen. Also ich habe selten dieses Jahr sowas Gutes gelesen. Wie gesagt, es ist wirklich auf meinem Ranking ganz weit oben. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Rezension weiterhelfen. Ich werde den Link in die Infobox posten. Die schriftliche Rezension werde ich jetzt auch noch verfassen. Die werde ich dann eventuell auch unten verlinken, wenn ich schon soweit bin. Und ansonsten werde ich sie dann nachverlinken. Und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis die Tage. Tschüss!